Kurz und knapp. Ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr intensives Fußballspiel gesehen, aus meiner Sicht zumindest, von zwei Mannschaften, die, glaube ich, alle, wo alle Spieler wussten, um was es geht. Das hat man gespürt auf dem Platz. Ganz, ganz eindeutig hat man das gespürt. Und deswegen fand ich, dass es ein intensives Spiel war und ich fand, es war ein gutes Fußballspiel. Wir sind ganz ordentlich in die Partie gekommen, haben dann 20, 25 Minuten vor der Halbzeit unsere schlechteste Phase gehabt mit vielen Standards gegen uns, wo man das Gefühl hatte, irgendwann rutscht einer rein und dann werden wir wieder wach. Und es ist, so beschissen das ist, so ist es gekommen, kurz vor der Halbzeit, ein wahnsinnig ungünstiger Zeitpunkt, aber nichtsdestotrotz sind wir dann aus der Kabine gekommen und haben versucht, weiter von anzulaufen, weiter zu pressen, trotzdem relativ hoch zu stehen für unsere Verhältnisse im Auswärtsspiel und erzielen dann den Ausgleich, über den wir uns erstmal kurzfristig alle freuen. Wir hätten mit etwas Glück hätten wir direkt nach dem 1-1 da den Doppelschlag ansetzen können, wenn Breitkreuz direkt mit dem rechten Fuß abzieht. Das wäre dann das i-Tüpfelchen gewesen, aber so finde ich das Ergebnis in Ordnung. Wir fahren hier unzufrieden nach Hause und wissen, dass es für uns bis zum letzten Spieltag gehen kann, um die Klasse zu halten. Wenn wir es eher regeln, umso schöner. Aber wir sind zu 100% darauf vorbereitet, dass es für uns bis zum letzten Spieltag gehen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass wir ein ganz, ganz gutes Ende erleben werden. Danke. Ich kann dem Carsten beipflichten. Ich glaube auch, dass es ein sehr intensives Spiel war. Beide Mannschaften haben versucht hochzustehen, haben versucht zu pressen, sodass es viele lange Bälle gab, dadurch viele Zweikampfsituationen in der Luft. Es wurde intensiv um jeden Ball gekämpft und wir haben dann in der ersten Halbzeit versucht, den Druck immer weiter zu erhöhen, haben dann auch immer mehr Standardsituationen bekommen und daraus haben wir dann sehr schön das 1-0 erzielte. Wir haben uns dann in der Halbzeit gesagt, dass wir genauso weiterspielen wollen, dass wir uns nicht zurückziehen wollen, sondern möglichst auf das 2-0 spielen. Und wie es dann so ist, der Gegner investiert mehr, fährt vielleicht ein bisschen mehr Risiko. Wir haben in der einen oder anderen Situation nicht den Mumm rauszuschieben und so sind wir unter Druck geraten. So ist dann auch letztendlich aus einer Standard. Nur so konnte es heute passieren, dass das Unentschieden gefallen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit weiter noch alles versucht, haben mit dem Patrick Zundi noch einen weiteren Offensiven gebracht und hatten in der Schlussphase mit dem Patrick Zundi eine gute Chance. Der Schuss von Gerrit Wehkamp war gut, der Schuss von Michael Gadawski war gut. Also von daher kann ich der Mannschaft vom Engagement und vom Willen her keinen Vorwurf machen. Die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, ich glaube, beide Mannschaften haben sich dieses Spiel aufgezwungen und trotzdem haben wir es sehr gut gemacht, haben gut verteidigt, haben aus dem Spiel heraus, glaube ich, kaum eine Torchance zugelassen, außer bei Standards war der Gegner gefährlich, aber wir hätten natürlich gerne dieses Spiel gewonnen. Dankeschön. Auf jeden Fall überwiegt die Enttäuschung. Wir haben uns vor dem Spiel viel mehr vorgenommen. Wir wollten unbedingt den Dreier holen. Das ist uns leider nicht gelungen und von daher herrscht auf jeden Fall die Enttäuschung gerade in mir. Ich glaube, man hat sicherlich in der einen oder anderen Situation gesehen, dass wir momentan nicht unbedingt diese Leichtigkeit haben, irgendwie Gegner auseinanderzunehmen, sondern wir uns sehr, sehr vieles erarbeiten müssen. Und es sieht manchmal ein bisschen schwerer aus, als wenn du vielleicht oben stehst. Und, ich glaube, wir müssen aus den 90 Minuten die Dinge mitnehmen, die positiv sind, dass jeder da sich eingebracht hat, jeder war von den anderen da. Und es ist einfach so, dass momentan Kleinigkeiten ausreichen. Vielleicht so ein bisschen so ein schwerfälliger Charakter reinzubekommen. Das ist noch zu kurzfristig, da müssen wir jetzt schauen, müssen wir analysieren, die nächsten Tage das Spiel. Aber auch dann wieder so schnell wie möglich abhaken und es geht da jetzt weiter. Müssen wir nach vorne schauen, hört zwar immer blöd an, aber ist nun mal so, anders geht's nicht. Und dann wollen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte dann haben. Also es ist sicherlich so, dass es der Mannschaft momentan mal gut tun würde, wenn so ein Schuss wie zum Schluss, ich weiß nicht, ob der jetzt knapp war oder gut gehalten war, einfach mal reingehen würde. Du gewinnst mal 90 Minuten 2-1 und hast dann ein bisschen Ruhe wieder. Aber momentan soll es einfach nicht sein, aber eins ist auch klar, wenn wir jetzt da aufhören und irgendwie denken, es geht von allein, das wird nicht passieren, das ist im Fußball so, du musst weitermachen und dann kommt es irgendwann zurück. Unsere
kämpferische Leistung war heute auf jeden Fall vorhanden. Im Endeffekt hat uns dann vielleicht auch ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt, wenn die erste Aktion oder der erste Freistoß vom Bolle, glaube ich, dann, der gegen die Latte geht, dann noch reingeht oder beim Gegentor der Ball vielleicht in die andere Richtung abgefälscht wird, dann ziehen wir das Ding hier. Ja, ist einfach nur schade und deswegen müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich dann jetzt wieder aus den Köpfen rauskriegen.